Yo, was geht, meine lieben Soccer-Junkies? Ah ja, du bist wieder hier. Heute mal wieder mit einem PES Club Manager Video. Ziehen wir hier für 30 Coins mal einen Spieler. Dann kriegen wir hier noch ein Ding. Also das heißt, zweimal ziehen. Ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Kane, Ehre. Schöner Spieler. So, jetzt bin ich gespannt, wen wir da rausbekommen. Ja, nice. So, willkommen zum Spiel. Gab kleine technische Probleme, aber jetzt kann es endlich losgehen. Spiel wollte nämlich nicht starten, hatte einen Bug, aber gut. Wieso auch immer die Moderatoren auf einmal fehlen? Ja, dann werde ich das Spiel halt moderieren. Na komm. Ah, da, hallo, hä? Hat der Spieler gerade, hä? Okay, anscheinend gelten die, wie gesagt, das war da. Wie gesagt, das Spiel hatte ja gerade einen Bug, ich saß hier über eine halbe Stunde, hab's deinstalliert, neu installiert. Ich weiß nicht, der Spieler hatte nebenbei auch ein Patch. Es hat wohl einen kleinen, den ein oder anderen Bug reingehauen. Aber gut, wir spielen hier nebenbei jetzt mit Kane schon in der Startaufstellung. Und als Joker werden wir den vom PSG dabei haben. Dann Nilo ist nebenbei auch wieder. Changalulu ist auch mit am Start. Danilo darf sich heute beweisen. Oh, da wäre es fast gewesen. Von Lacazette. Oder Lacazette. So. Valero. Schön hier mit dem Pass in den Lauf. Schön gemacht. Jetzt kommt die Chance. Kopfball. Shalalulu hatte hier eine super Chance, aber der Torwart ist nochmal rangekommen. Nebenbei, schöner Versuch, den Ball hier drüber. Über den Torwart zu köpfen. Hafner. Außen wäre Platz. Wieso steht eigentlich Kane so weit hinten? Muss ich gleich mal nachgucken. Das überhaupt der Kane? Nee, das ist Kane, Kane. Ach, habe ich mich vertan. Gerade noch mal so gesaved. Weiter Abstoß zu Danilo. Ah, und Danilo köpft den Ball zum Gegner. Jetzt ist Verteidigen angesagt. Ah, kann hier nicht aufgehalten werden. Führungstreffer für die Gegner. Das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Aber schönes Tor von der gegnerischen Seite. Schön hier mit dem Doppelpass. War nicht mal ein Doppelpass, da habe ich mich verguckt. Da gibt es jetzt hier von Shalalulu den Abschuss.
kleinen Grafikhänger gerade gehabt. Sieht nicht gut aus, die Jungs liegen hinten. Danilo. Das Set. Setzt sich hier durch. Halalulu kommt aber gerade so an den Ball. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Also, ich kann das Spiel kommentieren. Bin allerdings auch kein Profi. Kommentator, wenn ihr es wollt, dann lasse ich das aus. Ich werde es aber erstmal wieder einschalten. Also in der nächsten Partie habt ihr wieder Kommentatoren im Hintergrund. Wenn nicht, kommentiert es mir einmal mit, wenn ihr es wollt, Kommentatoren oder Hashtag Kommentatoren. Wenn nicht, lasst es halt weg. Dann kommentiere ich in Zukunft. Oder machen wir es andersrum. Schreibt Hashtag keine Kommentatoren in die Kommentare. Ansonsten lasst es einfach so. Dann werde ich hier die Kommentatoren drinnen lassen. Das Set. Oh, schön hier den Pass. Aspas. Jetzt. Ausgleich. Das ging schnell, Leute. Das ging wirklich schnell. Da dürfen sie sich zu Recht bejubeln lassen. Hier, jetzt wurde die Strategie, wie man es von ihnen erwartet hat, umgesetzt. Schön hier der Pass. Und dann schiebt er das Ding einfach nur noch rein. Zauberhaft. Zucker. Anders kann man es nicht betiteln. Sie müssen das halt nur noch beibehalten. Sie dürfen jetzt nicht schwächeln, sie dürfen jetzt nicht hingehen und sich darauf ausruhen, dass sie ja aufgeholt haben und bis zum Ende das abändern können. Kane hier jetzt mit dem Freistoß. War ein harter Einstieg, kann ich unterschreiben, aber ich weiß nicht, ob das nicht sogar ein bisschen zu hart war. Hier von Shalalulu der Fehlpass. Sowas darf natürlich auf dem Weg zum Tor nicht passieren, das ist gefährlich. Aspas setzt sich hier schön durch und schießt. Das ist halt zu schnell durchgelaufen und dadurch dann der Fehler. Kane. Bisher ein wunderschönes Spiel hier abgeliefert, abgesehen von den kleinen Fehler. Aspas hier jetzt wieder mit der mit dem Doppelpass. Und da war es 2-0 Führungstreffer für Baselife World. Sehr schön. Ich weiß nicht, ich hätte vielleicht auch noch den Verein FC Baselife World oder VfL Baselife World nennen können, aber ich fand einfach nur Baselife World wäre eigentlich passend. Wie er sich aufregt, der Torwart, ne? Bis jetzt hier eine wunderschöne Umsetzung der Strategie. Asensio hier mit leicht harten Einstieg. Lazette jetzt an den Außenflügeln. Könnte reinpassen. Oh, gerade so geblockt. Gerade so. Bin mal gespannt, wie es hier jetzt weitergeht. Müssten langsam allerdings auch wechseln. Mandy hier von Olympus Lion. Und er geht hier nicht ran. Er lässt einfach geschehen. Und damit Einwurf
für die Gegner, der natürlich sehr gefährlich ist. Allerdings müssen wir auswechseln jetzt. Sehr, sehr wichtig. Ich habe die ein oder andere Frage bekommen, warum ich denn hier, weil es ja in dem Sinne noch PvE ist, nicht die Pause benutze. Im richtigen Spiel würde es für diese Aktion auch keine Pause geben. Deswegen, auch wenn wir dann gewisse Tore und Aktionen verpassen, wäre es einfach wegen der Richtigkeit halber. Was verpasst hier seinen Einsatz? Ah, harter Einstieg. Jetzt wird hier gekämpft. Einwurf wieder für die Gegner. Und damit wird ausgewechselt. Jetzt kommt Perez rein. Und hoffentlich kann er hier nochmal ein bisschen taktisch was verändern. Allerdings, die Gegner wechseln auch. Und die haben bisher noch keinen ausgewechselt. Das mit einer Doppelauswechslung. Ich weiß nicht, ob das strategisch so gut wäre, so spät. Aber es steht bisher nur 2-1 und es kann jetzt auch noch zum 2-2 kommen. Weil bisher ist alles offen. Schön hier weiter. Abstoß vom Tor aus. Lazet hier mit der Flanke. Aspas ist alleine, aber kriegt ihn nicht rein. Was ist denn das? Den hätte er verwandeln müssen. Chance einfach liegen gelassen, aber wir sind schon in der Nachspielzeit und deswegen hier, wenn das jetzt nichts wird, und da ist der Sieg. Klappes Spiel, spannendes Spiel vor allen Dingen, taktisch sehr vielseitig. Nicht übel, wir lagen hinten, haben aber dann doch noch die Kurve gekriegt und ich finde, der neue von PSG hat sich hier sehr gut gemacht. Gut. Das war's von diesem Spiel. Ich hoffe, also wir sehen uns gleich im nächsten Duell. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis gleich. So, und herzlich willkommen zum zweiten Spiel in diesem Video. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt laufen wird. Manchmal, liebe Zuschauer, muss man das einfach auch als Kommentator loswerden. Die Bedingungen sind einzigartig hier in diesem Stadion. Der Rasen, tipptopp, selten so ein grünes Geläuf gesehen. Wenn ich hochgucke in den Himmel, keine einzige Wolke. Das soll auch so bleiben im Verlaufe dieser Partie. So hat es die Wetterprognose auch vorhergesagt. Dann hoffen wir auch mal, dass die Wetterprognose auch so stimmt von den jeweiligen Kollegen. Die Kulisse atemberaubend, Stimmung ist exzellent und gleich werden wir zu den Aufstellungen kommen. Ein beeindruckendes Umfeld, wie gemacht für Spiele wie dieses. Harter Einstieg, harter Einstieg. Ist die Partie bereits angepfiffen worden? Silva. Spielt ihn lang. Ja, schön. Und weg ist er. Rodrigo, der Neue, schön geflankt. Und er ist zur Stelle. 1-0, Ehre genommen. Schön gemacht, so sollte es sein. Und so muss es auch sein. Das ist natürlich super bitter für ihn. Er muss das jetzt wegstecken und weitermachen. Schlimmer hätte dieses Spiel nicht anfangen können für die Mannschaft und natürlich für den Kapitän. Ein Eigentor. Oh, da habe ich jetzt gerade erst gesehen, sogar ein Eigentor. Irgendwie geht der Ball ins Tor, auch wenn das ein wenig natürlich auch mit Glück zu tun hatte. Ja, aber Ehre genommen. Oder vielmehr Ehre gegeben. Richtig krass. Für alle, die es verpasst haben, schön. Wir haben hier schon ein sehr frühes Tor gesehen. 1-0. Danilo. Flanke zum Neuen. Rodrigo. Brasilianer. Kane. Ah, der kommt nicht dran. Da hätte er früher stehen müssen. Also sowas erwarte ich dann schon eigentlich. Kane ist ein guter Spieler, aber hier ist er definitiv. Also ich habe ihn ja nochmal auf dem Tablet-Handy und da ist er mit über 70er Wertung dabei. Ehrlich gesagt hätte ich mir auch nur schwer vorstellen können, dass daraus tatsächlich was wird. Der Kick. Oh, Alter. Aber gut, wir haben kein Foul bekommen, alles in Ordnung. Kane. Danilo. Und er lässt sich die Pille abziehen. Er kann sie nicht unter Kontrolle bringen.
einfach mal nach vorne gedroschen. Unsere Gegner sind stark und auch gut. Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Ja, schön gemacht. Oh, wieder hier ein Fehler. Der dürfte nicht passieren. Schwebe ist aber da. Es gibt eine Menge Torhüter, die diesen Ball nicht gehalten hätten. Der kommt nicht. Ah, den konnte er auch nicht halten. Also da Danilo hätte mehr draus werden können, ja. Wenn der letzte Pass ein bisschen besser gewesen wäre. Vielleicht das hatte das nichts mit dem Pass, sondern mit der anderen. Ich kann mir vorstellen, dass sie bald wieder ein hat was mit der Annahme zu tun. Sucht seine Mitspieler. Silva jetzt. Hat unglaublich viel Zeit und Platz. Schön. Danilo geht nicht ran. Warum auch immer. Aber hier jetzt Valero. Zu Danilo. Schindler. Danilo. Zu Silva. Jetzt ist der lange Pass, aber da ist nicht wirklich Rodrigo in Position. Rüber nach rechts. Die Gegnermannschaft spielt stark auf Ballbesitz. Weltklasse-Technik. Versucht die Gasse zu finden. Ah, der, das hätte schief gehen können. Danilo erobert hier. Halbzeit. Glück gehabt noch. Das hätte auch anders ausgehen können. Die eine Mannschaft kann es im zweiten Durchgang nur heißen, weiter so. Und für die andere, wir müssen alles, aber wirklich alles besser machen. Nun beginnen wir sie, die zweiten 45 Minuten. Valero. Sie wären ganz schön in den Lauf. Zu sagen, wir liegen vorne und das wollen wir jetzt verteidigen. Das ist Kane hier. Ah, er kriegt ihn nicht unter Kontrolle. Zurückgeholt, Valero. Hazard schon rein. Versucht Eingabe. Die Flanke war nicht so schön. Die Frage, hat der Trainer ihn das so mit auf den Weg gegeben? Hat er gesagt, versucht es mit langen Pässen durch die Mitte. Jungs müssen Druck machen und das können sie auch. Schön weite Flanke, aber da ist der Torwart. Gleich auch einen anderen Stürmer bringen. Führung, aber hier ist noch alles möglich. Ja, zu zweit haben sie ihn unter Kontrolle gekriegt, aber können den Ball nicht halten. Ja, da wissen sie direkt, der ist gefährlich, der Junge. Durch die Gasse. Und der Reingabe. Schön. Genau so müssen sie die Sache jetzt angehen. Jetzt müssen sie die richtige Balance finden zwischen Offensive und Defensive. Kane. 100%ige Zustimmung meinerseits. Und Rodriguez ist nicht bereit. Okay. Rodriguez, das, der muss sich noch daran gewöhnen, aber eigentlich erwarte ich da auch ein bisschen mehr. Gut, nehmen wir. Hansi, dein Eindruck bisher? Rein. Na prima, beim Blick auf die Anzeigentafel können sich natürlich alle immer noch freuen, aber sie müssen auch wissen, ein einziger Moment kann hier alles entscheidend verändern. Perez oben. Rein. Na, guckt euch das an, den Ball sich da holt. Zucker. Jetzt ist was möglich. Schöne Flanke. Kane! Er stand doch schon vor dem Tor. Ja. Da sieht man mal wieder, wie konterstark diese Truppe ist. Und mit etwas Glück hätten sie das Tor auch gemacht. Gut gekontert, nicht gut genug abgeschossen. Es ist Zeit für neue Energie. Ach, der Gegner wechselt jetzt aus. Perez, Aspas, Kane jetzt aber hier nochmal mit der Möglichkeit. Ah, schade. Aber ich glaube, Ecke für uns. Ja, Alero macht sie.
Flanke. Da ist keiner. Snyder ist aber da. Der Befreiungsschlag. Silva. Schön hier. Ah, faul! Sie können hier alles klar machen und jetzt müssen sie weiter zittern. Perez jetzt hier mit den Angriff, aber kann ihn nicht für sich gewinnen. Oh. Er könnte zum Tor ziehen. Stark angesetzt zum Kopfball. Oh, meine Güte, meine Güte. Nicht mehr viel Zeit um das Ding. Also jetzt noch ein Tor und wir wären sicher. Oh, schön Asspass angespielt. Jetzt Kane hier. Wäre frei. Ja. Sie sind noch nicht durch, aber sie sollten jetzt auch kein Risiko mehr eingehen. Die Zeit tickt und die Zeit tickt für sie. Ja, letzte Aktion. Wenn wir die jetzt verhindern können, ist das Spiel gewonnen. Ja, schön. Ich hätte es gern ein bisschen sicherer gehabt, aber okay. Eine ganz, ganz enge Partie, aber eben genau dieses eine Tor hat gereicht, um sich durchzusetzen. Was nehmen wir aus dieser Partie mit, Hansi? Das war ein sehr unterhaltsames Fußballspiel. Es war ein Vergnügen zuzuschauen. Es bot alles. Aufregung, Spannung und Spielfreude. Wir verabschieden uns. Hansi, was hätte ich ohne deine Expertise gemacht? Herzlichen Dank dafür. Es hat wie immer Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten. Ja, und ich verabschiede mich damit auch. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus.